Hallo und schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Heute darf ich euch mal wieder was ganz Besonderes präsentieren, und zwar die neuen Physics. Der eine oder andere hat schon mitbekommen, es wird in dem Spiel neue Physics geben, also praktisch neue Physikverhalten, kann man sagen, wie sich die Panzer verhalten im Gefecht, beziehungsweise auch allgemein natürlich bei der Fahrt und allen anderen Tätigkeiten, wie ein Panzer so macht. Und dementsprechend will ich euch das gleich mal zeigen. Da springen wir einfach hier direkt in das erste kleine Movie, und zwar fangen wir mit dem IS-3 an. IS-3 ist natürlich bekanntermaßen ein sehr, sehr schwerer Panzer und dementsprechend hat er natürlich auch etwas Gewicht. Und jetzt wird gleich passieren, was ihr so noch nicht aus World of Tanks kennt, und zwar... Pass auf, und genau jetzt geht's los! Und er nimmt die Kurve im Drift. Das ist natürlich schon wirklich eine Sensation und sehr, sehr, sehr spannend, dass diese Panzer jetzt also auch ab sofort driften können. Hierbei ist es so, dass je leichter ein Panzer, desto natürlich extremer ist der Drift. Je schwerer ein Panzer, desto überschaubarer ist das Ganze. Und es wird auch so sein, dass je schwerer ein Panzer, desto länger wird er zum Stoppen und Halten brauchen. Und umgekehrt. Und ein Panzer wird in Zukunft auch eine gewisse Nickbewegung machen. Das heißt, bei einer starken Vollbremsung wird der Panzer auch nach vorne nicken und dementsprechend das Rohr weiter runterkommen. Kann also auch den ein oder anderen taktischen Vorteil im Gefecht geben. Ich will euch gleich was zeigen, und zwar bei Minute 3:20. Beziehungsweise fangen wir hier vorne an. Und jetzt wird er hier oben, natürlich in einem kleinen Drift, aber jetzt dreht er hier oben auch ein paar Donuts. Sieht man auch am Boden ganz schön. Also auch die Bewegung im Stand kommt je nachdem, wie der Panzer gefertigt ist und was für ein Getriebe er sozusagen hat, etwas unterschiedlich. Wir springen direkt ins nächste Movie, und zwar zum 50-100. Hier will ich euch ab Minute 3:30 etwas zeigen. Und zwar achtet ihr ein bisschen auf die Ketten. Er dreht sich jetzt, das heißt, das innere Kettenglied oder die inneren Ketten bewegen sich nicht, nur noch die äußeren Ketten sind am Drehen. Sieht man hier wirklich ganz schön. Beziehungsweise je natürlich, wie schnell er fährt. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Viele haben darauf gewartet. Endlich ist es soweit. Und ihr werdet es jetzt sehen. Er fährt hier den Berg runter. Und jetzt passiert was, was bisher noch nie passiert ist. Der Panzer überschlägt sich und explodiert dabei. Also es ist nun soweit, die Panzer haben endlich die Möglichkeit, sich wirklich auch auf den Kopf zu stellen und dementsprechend, wenn es dann doof kommt, auch dann dabei zu sterben. Auch hierbei muss man dazu sagen, das ist auch natürlich jetzt was, was auch im Gefecht passieren kann. Wenn ihr einen leichten Panzer habt, der so stark getroffen wird von einem Gegner oder in der Rammbewegung, dass ihr euch überschlagen könnt, natürlich auch dabei könnt ihr sterben, beziehungsweise der Panzer natürlich draufgehen. So, den 13:90 ab Minute 4. Tschuk, tschuk. Auch er zeigt uns hier noch ein bisschen eine kleine Flugeinlage. Man sieht, er ist leicht schräg gesprungen und zack, kommt auf und explodiert sofort. So, was haben wir noch? Den T-34. Da will ich euch mehrere Sachen präsentieren. Er startet bei 0,35, was ich mir da notiert habe. Machen wir einfach 0,30, ein bisschen Vorlauf geben wir ihm. Und zwar jetzt bei der Rückwärtsbewegung, achtet drauf, wie er sich dreht. Er macht einen gewissen U-Turn, eine Rockford-Wende kann man schon sagen. Je schneller ein Panzer sich rückwärts bewegt, desto besser geht es natürlich. Das heißt, auch hier ist die Bewegung etwas flüssiger und auch ein kleiner netter Drift wird uns hier präsentiert. Wir springen zur Minute 2.
Und er fährt jetzt wirklich hier den Berg hoch. Man sieht die Ketten, wie sie arbeiten. Auch hier wird es so sein, dass man Hindernisse, die man bisher so noch nicht nehmen konnte, erklimmen kann. Und auch hier der Rückwärtsdrehung, auch sehr schön zu sehen, wie das jetzt nun aussieht. Also dementsprechend, glaube ich, passiert da für einige was. Wir bleiben gleich hier im Material und achten jetzt ein bisschen auf die Ketten selber. Und jetzt wird gebremst. Und die Ketten sozusagen drehen sich und drehen auch durch. Sehr schön hier zu sehen, finde ich. Wie es natürlich auch hier den Staub bzw. den Dreck nach oben schleudert. Und jetzt auch hier wieder ein kleiner Flug. Aber hier sehr schön, ganz wichtig auch, er kettet sich dabei nicht. Auch das Thema Ketten wird gleich noch ein Thema sein. Und zwar beim PZ auf Panzer 4. 1 Minute 35 habe ich mir da notiert. Beziehungsweise machen wir 1:30 einfach. Auch hier die Drehung. Und jetzt, man könnte, hat er jetzt hier nicht so gemacht, aber man hätte sofort rückwärts fahren können und sozusagen damit einfach deutlich besser die Manövrierbarkeit auch nach vorne. Man sieht, die leichten Panzer werden damit deutlich agiler und dementsprechend vielleicht ein bisschen schwieriger zu fahren. Aber wenn man sich, glaube ich, daran gewöhnt hat, dann ist das wirklich eine Sensation, weil dementsprechend kann man diese Mobilität ausnutzen. Und 2 Minuten 55. Auch hier, und das ist jetzt wieder dementsprechend, wie ihr seht, mit dem Thema Ketten. Er kommt hier, kommt in eine Schräglage, aber beschädigt sich noch nicht mal die Ketten. Also hier sind Zeiten, wo man sich bei jedem kleinen, ja, kleinen Kleinigkeit sich die Ketten zieht. AD und dementsprechend endlich ein etwas schnelleres Gameplay. Also ich denke, das wird dem Spiel wirklich, wirklich gut tun. Last but not least, der T-44. Hier gehen wir auf 2 Minuten 45. Und auch hier sieht man nochmal ganz gut das Thema Kettenräder und Durchdrehen. Also diesen Spin, sehr schön. Einfach auch natürlich. Und auch diese Nickbewegung seht ihr ganz gut in der Kanone. Da habt ihr gesehen, dass wenn der Panzer wirklich stark in die Eisen geht, da die Kanone dann dementsprechend nach unten schwenkt. Jetzt wieder. So, dann 3 Minuten 40. Hier jetzt schön zu sehen, dass auch die Panzer beeinflusst werden. Er fährt jetzt gleich gegen diesen Stein hier und jetzt weg. Und wie sich der Panzer sofort dreht, wie er diese Nickbewegung auch hier mitmacht. Also wie er praktisch da eben ein bisschen den Untergrund, ja, beeinflusst. Oder wie der Panzer durch den Untergrund beeinflusst. Also man hat nicht so das Gefühl, man fährt gegen irgendeine Textur, sondern wirklich, dass da auch Material ist und dieser Panzer sich dementsprechend dem Ganzen anpasst. Hier auch wieder schön zu sehen, wie die Ketten und die Laufräder arbeiten. Und ich glaube, jeder erwartet es, jeder will es sehen. Und zwar bei Minute 5. Natürlich muss die Brücke der letzte große Gegner sein. Auch hier ist das nicht anders. Der Panzer dreht sich, überschlägt sich mehrmals in der Luft, landet und explodiert dabei. Also ich glaube, wenn ich euch jetzt nochmal ganz kurz den AMX 1390 auch in der Bewegung zeige, da sieht man es nämlich sehr, sehr schön, wie diese Physik eben arbeitet. Wie gesagt, gerade für leichte Panzer sehr prädestiniert, das ganze Thema. So, man sieht auch, er stoppt nicht abrupt, sondern er versucht noch hochzukommen, rutscht dann auch wieder runter. Sehr, sehr schön. Und jetzt hier, trifft, zack. Panzer dreht sich, man kann die Bewegung weiter nutzen, also er hat auch dementsprechend, man hat auch das Gefühl, man hat jetzt also ein Gewicht in dem ganzen Thema dabei.
Und gerade da wir da gleich nochmal den Berg runterfahren, den meine ich noch nicht. Wo sind wir denn? So, ich glaube, da ist es jetzt, was ich meine. Weil da bekommt er jetzt dementsprechend Speed. Wird also schnell und instabil. Das heißt, schon eine leichte Bewegung nach links. Ihr seht es und rechts. Und trotzdem fahrt er erstmal geradeaus. Also auch da, das Gewicht spielt immer eine Rolle. Und nicht nach links. Und er ist sofort links. Also wirklich stimmig. Und hier auch, zack, er geht zwar in die Kurve, aber bremst erstmal ab sozusagen, als ob der Panzer mit der Kette da sich mitbewegt. So, dann hoffe ich, hat euch die ganze Präsentation gefallen. Wie gesagt, ich denke, das Thema Physik wird sehr, sehr spannend sein, sobald sie draußen sind. Und wir können uns darauf wirklich freuen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Kommentare dazu, sagt mir, was ihr davon haltet. Und falls noch nicht geschehen, lasst mir ein Abo da. Vielen Dank, bis bald, euer Ekaramba.